eine Frage zum Schamgefühl. Also Adam und Eva, die ja vom Baum der Erkenntnis essen, also aus sie nicht, Tisch. Sie war schlau, sie nicht. Nur er. Und unmittelbar irgendwie dieser Erkenntnisweg mit dem Schamgefühl einhergeht. Schäm dich, ja. Ich sag allen Frauen immer, schäm dich. Ja, Frauen sollen sich echt schämen. Alle Männer haben von der Erkenntnis gegessen und haben nichts davon. Nee, was ist jetzt mit dem Schamgefühl? Naja, dieses Schamgefühl, das irgendwie ein ganz, ganz unangenehmes Gefühl ja ist und einen oft begleitet auch im Leben. Und dieser einerseits... Was hast du gemacht? Das hört sich jetzt aber gefährlich an. Kannst du darüber sprechen? Ich merke es auch bei den Kindern, ich bin eine Lehrerin und dieses Thema, sich Sachen nicht anzuschauen, weil man so eine große Scham einfach hat. Welche Sachen? Wir wollen jetzt genau wissen. Geschichten? Streiche, Lügen. Streicheleinheit? Was? Streiche gespielt. Da schämt sich keiner. Nee. Wenn es dann aufgedeckt wird, schon. Das ist auch keine Scham. Das ist kein Scham. Dann tun sie so, als wenn sie sich schämen, damit sie nicht so gestraft werden. Das ist schon. Das ist nur Show. Also Scham-Show. Scham-Show. Schämt sich doch keiner, komm her. Sonst macht doch gar keinen Spaß, wenn ich mich schämen muss hinterher. Was also was Verbotenes getan zu haben, das ist doch vom Verbotenen zu naschen. Das ist doch Freude. Ja, ich glaube, dass es manchmal Sachen gibt, die man nicht zugeben kann, weil man sich eigentlich schämt. Eigentlich schämt? Du hast Angst vor Konsequenzen. Du schämst dich nicht, du hast Angst vor Konsequenzen, dass dann die anderen vielleicht dich nicht mehr angucken. Das ist auch nicht dein Schamgefühl, deine Angst vor Konsequenz. Also manchmal nimmt man das noch nicht mal wahr. Ja, aber es ist Angst vor Konsequenz, das ist kein Schamgefühl. Ja, und andererseits wird es aber mal eingefordert. Ja, aber es ist kein Schamgefühl. Du hast nur die Angst vor der Konsequenz, dass möglicherweise dann deine Mutter oder dein Freund oder irgendetwas dich nicht mehr haben will oder so. Dass du dich verstoßen wirst und so. Dass man nicht mehr gemacht wird. Ja, du gehst fremd und schämst dich aber nicht, weil es ja dir Spaß gemacht, aber hast Angst davor, dass der dich dann nicht mehr will. Und was dann sagst du auch, schäm dich, es tut mir so leid. Es tut dir aber gar nicht leid. Das war nämlich so schön. Aber dann tust du, als wenn du dich schämst. Damit er wieder großzügig sein kann und sagst, okay, vergebe dir. Ne? Und beide sind dann wieder, weil sie schämt sich ja. Sie schämt sich ja. Ja, sie schämt sich und dann kann ich ihr vergeben. Wenn sie jetzt einfach sagt, hat Spaß gemacht, was willst du überhaupt? Dann ist es nicht so einfach. Oder wenn der kleine Junge wieder Blödsinn gemacht hat dann und sich nicht schämt und sagt, das hat doch Spaß gemacht, dann gibt er den richtigen Wein in den Ohr. Aber wenn er schämt, oh, tut mir leid, dann ja, okay, Junge, ich vergebe dir. Also alles Taktik. Schamgefühl. Ja, das ist ja ein ganz großes Bild nach der Frucht, von der genascht wurde. Ja, man sollte die verbotenen Früchte nicht naschen. Aber sie schmecken am besten. Die Kirschen im Nachbarsgarten sind, die schmecken viel, viel besser als die eigenen. Und die Nachbarin auch. Ja,
glaube, es hat so viel, also zwischen Nachbarn. Wenn dann einer mal Nachtschicht hat und der andere nicht und so. Du weißt auch Nachbar. Ich bin nicht ein Nachbar. Da gehe ich in die Nachbarin. Also Schämung. Als Mensch kann man sich ja von Grund auf im Grund und Boden schämen. Also ist das nur Konditionierung? Ja, das ist Täuschung. Ja, man tut so, als wenn man sich schämt. Man tut so, als wäre man Mensch. Man tut so, als wenn man was getan hätte, was man nicht hätte tun sollen. Und man tut so, als wenn man sich dafür schämt. Als wenn und überhaupt. Alles nur Show. Das ganze Leben ist eine Show. Und eigentlich genießt man noch den Apfel. Den Saft. Ich weiß nicht, was das für Äpfel waren. Man nennt ja auch andere Sachen Äpfel. Vielleicht waren das die verbogenen Früchte und nicht der Apfel am Baum. Guck mal, was ich hier habe. Ganz lecker. Ja, wir können ja mal die Bibel umschreiben. Ja. Es macht nur Spaß, wenn man sich dafür schämen muss. Sonst ist es ja wie eine Ehe. Pflicht. Pflichtübung. Ist ja dann. Wo ist denn da der Spaß? Die Kür ist immer bei wem anders. Wo man sich verschämen muss. Ein Puff gehen und so. Müsste man sich eigentlich verschämen, ne? Du hast so eine Frau zu Hause, ja, aber. Dann ist doch Freudenhaus. Naja, Obama, wo sind wir überhaupt jetzt gelandet? Das freut immer aus. Aber im Moment sehr wenig. Die sind alle pleite. Die ganze Kondomindustrie geht pleite. London 3 ist extra 3. Nee, es ist. Ich weiß nicht. Also waren wir jetzt mit Schamgefühl fertig? Nö. Kommt nichts mehr. Ja, aber du solltest dich schon schämen, dass du dich in etwas verlaufen hast, was du nicht bist und das wirklich für dich einnimmst. Das ist schon schäm. Schäm dich. Aber. Die Antwort würde ich eigentlich nicht. Darauf wollte sie hinaus. Dumm gelaufen. Du wirst eigentlich nur die Absolution kriegen, dass es dir vergeben wird. Aber ich bin jetzt nicht die Karlskirche. Und der Pfarrer, der hier die Absolution verteilt, obwohl das mache ich gern. Ja, eigentlich ist das Gleiche. So, ich gebe jedem die Absolution, dass er nichts gemacht hat, nichts passiert ist. Dass ihm schon vergeben wurde, bevor er was gemacht hat. Schämen, brauchst du dich nicht zu schämen, weil es eh nichts passiert. Tja. Absolution. Ne? Und eigentlich müsstest du dir nur selbst vergeben. Deine eigene Dummheit. Weil kein anderer kann dir vergeben. Ne? Und die Vergeben konnte stattfinden, indem du siehst, du hast gar keine Chance gehabt, das nicht zu tun. Dieser göttliche Unfall bedeutet, dass auch Gott nicht verhindern kann, sich zu verwirklichen, also wach zu werden, sich zu realisieren. Was am Anfang schon keiner da war, der es verhindern hätte können.
das Wachwerden des absoluten Träumers, der hat von sich aus angefangen zu träumen. Er hat nicht vor dem Träumen davon geträumt, anfangen zu träumen. Also der Verwirklicher hat nicht vor dem Anfang der Verwirklichung daran gedacht, sich zu verwirklichen. Es kam out of the blue, also aus dem Blauen heraus, verwirklicht es sich, fertig. Da braucht auch keiner sich für zu schämen, weil es ist nicht unvermeidlich. Du kannst es nicht vermeiden. Also alles ist wie ein Unfall. Ein Unfall bedeutet, es gibt keinen Schuldigen. Es gibt keine Schuld und keine Schuldigen. Das ist alles. Es gibt die Idee von Schuld, die Idee von Schuldigen, aber in der Realität gibt es weder Schuld noch Schuldigen. Noch irgendetwas, was getan wurde. Also, das ist eigentlich der ständige Hinweis auf diesen göttlichen Unfall. Es ist nicht die göttliche Absicht, die dich jetzt, Bestimmung. Nein, es ist einfach ein Unfall. Du hast dich in dich selbst verliebt und jetzt hast du den Schlamassel. Du kannst der Liebe nicht entkommen, das ist das Prinzip. Du kannst dich nicht verlieben. Du verliebst dich immer wieder, egal wie scheiße es ist. Und schämst dich hinterher dafür, dass du dich verliebt hast in etwas, was möglicherweise ein Desaster ist. Jeden Morgen verliebst du dich neu in diesen, weiß nicht was es ist. Aber es ist doch nicht schlimm. Ne? Bitte? Es ist doch nicht schlimm. Ne? Das machen wir dann schon scheiße. Ja, das sind ja zwei. Das ist schon ganz schön schlimm. Aber mach mal ohne zwei. Verlieb dich mal ohne zwei. Einfach die Liebe nur sein. Ja, aber wer ist dann da die Liebe? Dann hast du dich in die Liebe verliebt. Immer noch zwei. Kommst du aus dem Schlamassel nicht raus. Besser, ich verliebe mich in mich, als in jemand anderes. Ich glaube, da gibt es einen anderen, der besser wäre. Ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen. Also die Liebe an sich ist die größte Falle, das weißt du. Aber du kannst ja nicht hinkommen. Und nicht verliebt zu sein, ist genauso wie verliebt sein, weil dann bist du verliebt in das Nicht-Verliebt-Sein. Liebe, Liebe, Liebe. Liebe, Liebende. Bis es wanders. Ja, also wie gesagt, wie kannst du dich nicht in dich? Egal was es ist, weil es gibt nur das, was du bist. Wie kannst du dich dahin, gibt es da doch ein Kommen? Du verliebst dich dann in das Nicht-Verlieben, also in das Gewahrsein des Nicht-Verliebt-Sein, wo es keine Liebe, Liebende gibt und keinen Geliebten. Dann bist du aber immer noch im was immer. Dann hast du immer noch eine Präferenz, also irgendetwas, wo deine Liebe mehr ist, hingeht, als in das, was hier im relativen Geliebten ist. Also was tun? Ja, kein Kommen und kein Entkommen. Komm mal. Das ist nicht schlecht, ne? Ja, und trotzdem wollen sie immer alle hin zur Liebe. Deine Liebe. Eigentlich willst du immer raus aus der Liebe, weil die Liebe dich immer alleine lässt. Eigentlich musst du die Liebe abschaffen. Mhm. Aber du kannst es nicht. Du auch schon die ganze Zeit. Überall nur deine Liebe und positiv und lieb hier und ja. Ich sage immer, das positive Denken ist das größte Negativsein. Durch positives Denken schafft man negativ. Also diese, wie heißt die, Hates von dieser Schweizerin, die Bücher positiv denken. Und mehr negativ geht nicht. Schäm dich. Hast schon wieder positiv gedacht? Nein, ich denke mal ganz negativ und das wird mir dann auch immer an der Probe. Ja, ich denke nur negativ. Ich habe immer tiefe Gedanken, immer dunkel, negativ.
darf man nicht mehr sagen. Das ist ein Wort, das man nicht verstehen muss. Negativ. Oder der Po sitzt tief. Wer will schon den Po tief sitzen haben? Also am besten gar nicht denken. Geht das? Denkst du auch wieder? Wie man es macht, macht man es schämlich. Halte still, sei ruhig. Lass die Hände weg da. Halt an dich. Ja. Die Kinder dein Kommet machen, wenn man Leute nimmt. Braucht was zum Taufen. Ja, noch negativer.